Hast du deine Schöffel beieinander? Eben nicht. Darum begrüßen wir Sie jetzt hier in der Kirche zu dieser Aufzeichnung von dem Sonntagsgottesdienst. Laufen die Schöffel davon? Nein, sie dürfen nicht kommen. Fitnessstudio, die sind offen, bald einmal. Und auch Beizen, aber Kirchen sind so hochgefährlich, die bleiben noch geschlossen für den Gottesdienst. Trotzdem begrüßen wir Sie ganz herzlich zu dem Gottesdienst, wo wir anfangen, im Zeichen, in dem wir getauft worden sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich muss gestehen, der Satz «Hast deine Schöffli beieinander» oder «Laufen der Schöffli davon», die Sätze gehen wir immer auf den Wecker. Erstens sind ihr kein Schöf und der Hirt bin ich dich. Aber man sagt so manches unüberlegt. Und gerade das, was unüberlegt gesagt wird, ist es wert, dass wir darüber uns Gedanken machen. Wir feiern heute am 4. Ostersonntag den sogenannten Gut-Hirt-Sonntag. Jesus selber braucht für sich das Bild vom guten Hirt. Er ist der Hirt für uns Menschen. Dem wollen wir jetzt nachgehen. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königstisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandre ich im finsteren Tal, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir. Ich komm zu deinem Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Du hast mein Haar gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still. Ich komm zu deinem Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Guter Gott, als Hirt deines Volkes Israel hast du Mose berufen, Israel aus Ägypten herauszuführen. Im Laufe der Geschichte hast du Richter, Könige und Propheten berufen, dein Volk auf dem rechten Weg zu halten. Schließlich hast du deinen Sohn Jesus Christus gesandt, um die verlorenen Schafe einzusammeln und damit eine ganz neue Sammlungsbewegung ausgelöst. Leite uns in diesen Tagen der Unsicherheit auf ungewohnten Wegen, damit wir das Ziel unseres Lebens
nicht aus den Augen verlieren. Darum bitten wir durch ihn, der uns vorausgegangen ist, den du auferweckt hast, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Hier vom Seitenaltar sehen wir das Altarkreuz. Die Darstellung von Jesus am Kreuz taucht eigentlich erst im 5. Jahrhundert auf. Für den Haupteingang der Kirche Santa Sabina in Rom, auf dem Aventin, da hat man 432 aus Zypressenholz eine Tür geschnitzt und dort rechts oben, dort erscheint das erste Mal in der Kunstgeschichte kaum erkennbar Jesus dargestellt als der Gekreuzigte. Davor hat man Hemmungen gehabt, einen Gekreuzigten darzustellen. Das war einfach schlicht und einfach geschmacklos gewesen. Wenn man Jesus in der frühen christlichen Zeit dargestellt hat, dann als guter Hirte. Wir finden heute Bilder von Jesus, dem guten Hirt, zum Beispiel in der Katakombe von Rom. Die Figur, geschnitzt aus Olivenholz, habe ich von einem Händler in Bethlehem bekommen, als Dank dafür, dass ich eine Reisegruppe in seinen Laden hineingeführt habe. Es zeigt der gute Hirt, geschnitzt aus Olivenholz. Der Hirt ist ein kräftiger, junger Mann. Er treibt das Tier. Das erinnert uns doch an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Der gute Hirt kennt jedes von seinen Schafen. Eins davon verläuft sich. Er lässt die 99 anderen zurück und sucht das verlorene Schaf. Selbstsicher steht der Hirt da. Die Vorratstasche ist prall gefüllt und er schaut vorwärts. Ein Schaf schmiegt sich als rechte Bein von dem Hirt an. Das andere wird eben gedreht. Es ist kein Bild von einem Befehlhaber, wo alle folgen müssen. Führer, wir folgen dir. Es ist kein Bild von dummen Schöfli, wo jedem Trottel hinterherlaufen. Schon die jüdische Bibel braucht das Bild vom guten Hirt, gerade dann, wenn die, die meinen, sie seien Hirte, Befehlshaber, versagen. Auf dem Hintergrund ist auch der Psalm 23 entstanden. Wir haben gehört in der Liedform, wo Birgit Schneider-Bürsowitsch vorgesungen hat. Wir singen das Lied jetzt in einer ganz klassischen Form, wie es im Kirchengesangbuch steht. Der Herr ist mein getreuer Hirt. Lebenszeit darf das bei dir ich sein.
Lesung aus dem Buch Jesaja. Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Der Herr wird Mutterschäf, je nach Übersetzung, steht ihnen achtsam führen, fürsorglich oder behutsam. Die Lämmer in seinem Arm tragen und sich um sie kümmern. Es war vor ein paar Jahren, unsere drei Kinder waren noch klein und die Nächte kurz und von Unterbrechungen geprägt. Das freudvolle, pralle Leben mit Kleinkind, mit allen dazugehörigen Grenzerfahrungen eben. In dieser Zeit ist mir der Text aus dem Jesaja ans Herz gewachsen. Ein Herr, der ein besonderes Auge hat auf Mütter, sie leitet und begleitet und sich um die Lämmer sorgt. Das war eine grosse Zusage für mich. Während dieser dichten Zeit hat der Herr ein besonderes Auge auf alle mütterlichen Aufgaben und er trägt mit beim Nachwuchs. Seit unsere Kinder älter sind und selbstständiger, sehe ich auch in dem Wort einen Auftrag. Wo können wir Christinnen und Christen unseren Beitrag leisten, Mütter oder Menschen mit mütterlichen Aufgaben in ihrer grossen Verantwortung zu unterstützen? Wo können wir mittragen und füreinander da sein? Jetzt, in dieser besonderen Zeit, ist mir diese Zusage und der Bibeltext wieder in den Sinn gekommen. Der Herr trägt Lämmer im Bausch von seinem Gewand und führt Mutterschaf achtsam und fürsorglich. Während seit dem Schulschluss in den Familien alles andere herrscht als Kurzarbeit, ist das familiäre Umfeld stark abgefahren. Aussenkontakte sind aufs absolute Minimum beschränkt. Das ergibt ganz neue Facetten vom Zusammenleben. Wir haben viel zeitlichen Freiraum zu Hause, wo wir gemeinsam oder allein füllen oder auch leer lassen. Das Homeschooling fordert uns ziemlich stark raus. Und die Sorge um Familien, die das Homeschooling nicht leisten können, die instabile Verhältnisse haben oder eine Not, die ist gross. Da tut die Zusage gut. Es gibt einen, der uns führen will und der die Lämmer trägt. Das gilt nicht nur für Mütter. Das Mütterliche sich sorgen, um die Lämmer, um Sachen, die noch wachsen müssen, die noch nicht allein leben können, die noch jemand braucht, der sorgt. Das betrifft auch Männer und Frauen, die sich um ihre Firma sorgen, um ihre Angestellten. Es betrifft auch Lehrkräfte in Sorge um ihre Schülerinnen und Schüler, die daheim keine guten Bedingungen vorfinden, zum selbstständig lernen. Es betrifft auch Grosseltern, die im Moment nicht dürfen mittragen. Für uns alle ist es eine tröstliche Zusage. Der Herr ist da und möchte uns führen und begleiten. Die Frage an uns ist, lassen wir das zu? Du bist nicht allein, der Engel Gottes.
Gottes wird uns segnen, als Licht an unserer Seite sein. Mit Sanftmut will ich dich berühren, dich stärken aus der großen Kraft. Wir werden Gottes Güte spüren, die Leben und Vergeben schafft. Mit Liebe will ich dich umhüllen, dich streichen voller Zärtlichkeit, und Gottes Geist wird uns erfüllen, hier heute und für alle Zeit. In den ersten beiden Versen vom Psalm 23 heißt es: Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen, er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Es ist so etwas wie eine Einladung, mit dem guten Hirt einen Weg zu gehen. Selbst dann, wenn der Weg durch dunkle Schluchten führt. Und am Ende von dem Psalm heißt's: Heimkehren werde ich in das Haus des Herrn für lange Zeiten. Die farbigen Fenster von der Monika Foser-Malknecht, wo sie im Jahr 1991 für unsere Kirche gestaltet hat, zeigen so etwas auf wie einen Weg. Der Weg fährt dort innen an, beim Herz, wo aussieht, auch wie eine Wurzelknolle. Von dort aus wachsen Äste auf, sie tauchen ab ins Dunkel, wo man den Weg nicht so genau sieht. Und von dort aus wachsen dann die Äste bis zum Schluss mit prallvollen Reben. Am Schluss vom Evangelium, wo für den heutigen Tag vorgesehen ist, vergleicht sich Jesus nicht nur mit einem guten Hirt, der da ist für die Schafe, er vergleicht sich mit der Tür zum Stall für die Schafe. Und da heisst es ganz am Schluss vom 10. Kapitel vom Johannesevangelium, dass Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Es ist eben eine Fülle, wie sie sichtbar wird, dort bei der Traube, am Fenster. Und ist das nicht der Wunsch von jedem guten Hirt? Ist das nicht ein Wunsch von uns allen? Alle sollen ein Leben in Fülle haben. Leben in Fülle wird uns von Jesus zugesagt. Wir machen uns ein paar Gedanken dazu und Sie sind herzlich eingeladen, das daheim auch zu machen. Leben in Fülle. Was bedeutet die Zusage für mich? Musik.
Im Moment leben wir in ganz besonderen Zeiten. Neue Herausforderungen sind plötzlich da. Gefühle wie Angst, Ungewissheit oder grosse Sorgen können in unser Leben kommen. Leben in Fülle in der Zeit von Corona. Was fehlt mir da im Moment ganz besonders? Was kann die Zeit mit Corona vielleicht auch Positives bringen? Legen wir Gott unsere Bitten vor. Für alle Menschen, die in diesen Tagen noch wie gelähmt und voller Angst sind, dass sie Sicherheit und Trost im Glauben finden. Für alle, die in diesen Tagen Verantwortung tragen, dass sie sich durch die vielen unterschiedlichen Stimmen nicht beirren lassen und den besten Weg für das ganze Volk und ihre Anvertrauten suchen. Für alle Menschen, die Existenzangst haben, dass sie durch die angekündigten Lockerungen neue Hoffnung schöpfen. Für uns selbst, dass wir den Hirten unseres Lebens, Jesus Christus, nicht aus den Augen verlieren und ihm folgen. Um das alles bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Legen wir all das, was wir zusammengetragen haben in diesem Gottesdienst, legen wir all das, was uns in diesem Moment beschäftigt, legen wir unser ganzes Herz in das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Irische Segensgebet. Verstehen Sie biblische Gedanken mit der Lebenswelt zu verbinden? Ich habe hier ein Segensgebet gefunden, das sehr gut passt zum guten Hirt. O Gott, sei du selbst mein Segen. Segne jede Ackerfurche und Wiese, das bemooste Feld, die scharf geschwungene Form der Sichel, jede Ähre, jedes Gebinde und meinen Ertrag. Jedes Mädchen segne die noch schwachen Jungen, Frauen gemeinsam mit den zarten Kindern. Stelle sie unter den Schild deiner Macht und behüte sie in den Hallen der Heiligen. Segne jede Ziege, jedes kleine Lamm, jedes Schaf, jede Kuh, jedes Pferd und das Vieh in den Ställen. Umgib du schützend die Schar der Tiere und führe sie pfleglich zu deiner freundlichen Herde. Das gewähre du uns, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face. The rain falls soft upon your fields. And until we meet again, until we meet again, may God hold you in the palm of His hand. And until we meet again, until we meet again, the sun make your days bright. May the stars illuminate your nights. May the flowers bloom along your path. Your house stand firm against the storm. And until we meet again, until we meet again.